Willkommen bei einer neuen Beitragsreihe von uns, Dozentenfutter, weil Studentenfutter funktioniert nicht mehr, weil Tommy nicht mehr in Greifswald ist. Dafür haben wir jetzt heute Sebastian Schäffer da, der kocht für uns, was kochst du für uns? Fischgulasch. Fischgulasch. Und fangen wir am besten gleich an. Ja, wunderbar. Also zunächst müssen wir mal Kartoffeln schälen. Wo kommt das Rezept her? Also ursprünglich kommt das von meinem Großvater, der ist aus Serbien und der hat das dort immer in einer kleinen Stadt an der Donau frisch gefangenen Fisch gekocht. Das ist dann im Zuge des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland gekommen und hat das quasi mitgebracht. Das ist quasi alte Familientradition. Erzähl mal, wie ist das dazu gekommen, dass du nach Greifswald zum Lehren gekommen bist? Diese kleine Stadt jetzt hier. Das war relativ spontan. Also ich komme aus München. Ja. Ich habe in München gearbeitet und bin dann spontan auf diese Stelle gestoßen, relativ kurzfristig. Ja. Und musste ehrlich gesagt mal nachschauen, wo denn Greifswald eigentlich überhaupt liegt. Ja, musste ich aber auch. Und dann habe ich gesehen, das ist relativ nah an Berlin. Und dann war das ganz praktisch, weil meine Freundin nach Berlin gezogen ist, um dort zu arbeiten. Okay. Und dann habe ich mich da beworben und zwei Wochen später war ich dann auch schon hier. Ich muss erst mal an, also ich habe mir gerade nur die zwei Weingläser hier. Okay. Übrigens nicht die Küche von Herrn Schäfer, sondern das ist meine Küche. Ja, vielen Dank nochmal für das Bereitstellen der Küche. Na ja, Prost. Müssen wir jetzt eher erstmal den Fisch klein machen. Brauche ich ein kleines bisschen Öl. Den müssen wir einfach nur noch ein bisschen klein schneiden dann. Ich bin ja sehr froh, dass ich den Fisch nicht ausnehmen muss. Also mein Vater schaut immer drauf, dass er einen Fisch bekommt, den er auch dann nochmal schön rausnehmen darf. Der kommt mit Creme sozusagen rein? Der kommt mit allem rein, Kopf und Schwanz und alles. Oha. Die Kartoffeln sind auch schon perfekt, die können wir waschen. Kann ich auch schon rein tun? Ja. Und dann dreht man dann erstmal alles an, oder? Nee, da kommt dann Wasser aus der Koche. Echt? Oh, okay. Ich habe auch gelesen, dass du dich spezialisiert hast auf Ostraum, also baltische Staaten und auch Russland, glaube ich. Ja, also angefangen hat diese Osteuropa-Spezialisierung eigentlich damit, weil ja eben die Eltern meines Vaters da ursprünglich herkommen. Ach so, okay. Ich mich eben für Ex-Jugoslawien sehr interessiert. Und dann bin ich sozusagen zum Russland-Experten gemacht worden, weil ich mich am Zentrum für angewandte Politikforschung beworben habe in München. Und die suchten jemanden, der sich so mit EU-Russland-Beziehungen auskennt. Und EU war ich schon sehr firm. Russland musste ich mir vieles noch anlesen. Kannst du auch ein bisschen Russisch? Ich habe dann auch Russisch gelernt. Ja. Also ist das fließend? Nee. Dazu benutze ich es einfach zu wenig. Hier kommt jetzt noch eine Zwiebel rein. Du hast ja gerade noch Tomaten reingetan. Genau. Das ist eine ganze Zwiebel? Ja, eine ganze Zwiebel können wir da schon. Ein paar Prost hier zwischendurch. Prost, Prost. Wie lange köchelt das dann ganz so vor sich hin? Ach, wir werden schon ein bisschen Zeit haben. Okay. Wir müssen aber dann ja auch noch die Nudeln kochen, nicht? Die kommen am Ende noch. Die gibt es separat. Ach so, okay. Das in zwei Gängen. Oha, okay. Also wir machen das jetzt ordentlich. Ich habe ja noch Paprika mitgebracht aus Budapest. Okay. So. Wunderbar, jetzt haben wir die Paprika reingetan, die Kartoffeln, Knoblauch, Zwiebeln, Tomaten und Forellen. So ungefähr sollte das dann aussehen. Und dann tun wir jetzt Wasser hinein. Und zwar so, dass das Ganze ungefähr bedeckt ist. So, dann können wir das eigentlich schon einschalten. Wir brauchen jetzt dann noch das Tomatenmark. Was kommt dann noch als Gewürz rein? Also Salz, Pfeffer einfach. Und dann eben der ungarische Paprika. Ah, okay. So. Wir brauchen ein bisschen mehr von dem süßen Paprika. Warum das? Weil es sonst zu scharf ist und das die Grundlage dafür ist. Das ist erstmal grundsätzlich nur für den Geschmack. Ja. Ja, wir haben ein wenig das Problem, dass wir
nicht umrühren sollten. Ja, weil wir sonst Gefahr laufen, den Fisch kaputt zu machen. Wolltest du denn von Anfang an lehren? Nee. Also, was war denn dein ursprünglicher Plan? Mein ursprünglicher Plan war, eigentlich Pilot zu werden. Pilot, okay. Das ist jetzt natürlich ein Spruch. Also, ich hatte nach dem Abitur diese Prüfung bei der Lufthansa gemacht. Ja. Und die nicht geschafft. Die sind schwierig, ja. Man kann ja nur einmal machen. Genau. Und dann musste ich mir relativ spontan was überlegen. Ja. Ich habe dann Zivildienst gemacht, habe dann 2 Monate später diese Prüfung gemacht. Ja. Dann war es, glaube ich, auch schon im August. Und dann musste man sich mal überlegen, was man dann so macht. Aber es gibt ja neben Lufthansa noch andere Fluggesellschaften. Ja, ja, klar. Aber jeder nur einen, ja. Stimmt. Ja. Wie lange braucht man das jetzt so? Man kriegt langsam Hunger, würde ich ja sagen. Ein bisschen müssen wir uns schon noch gedulden. Mal schwenken. Wir müssen halt die, also der Fisch kocht sich da ja relativ schnell durch. Die Kartoffeln werden eher so das Problem sein vielleicht. Und wie macht man das mit dem Fischkopf? Wie man den kann man essen, wer mag. Ich würde noch ein bisschen nachlegen, nehme ich sonst. Also ich würde sagen, das ist in Ordnung. Aber das war's schon eigentlich. Also jetzt kann auch nicht mehr so viel schief gehen. Die Nudeln nehmen auch viel von der Schärfe weg. Wie war deine Situation, als du hier angekommen bist? Ich bin am Sonntagabend nach Berlin gefahren und bin dann am Montag in der Früh weiter nach Karlsruhe. Hab sofort meinen ersten Kurs gegeben. Da kam der Möbelwagen nicht. Weiß ich noch. Und dann musste ich mir irgendwie relativ spontan abends so eine Pension dann noch suchen. Guten Appetit. Guten Appetit. Und nochmal Prost. Also jetzt ist der zweite Gang dran, ist ja bei den Gerichten ein bisschen anders. Da sind erst die Nudeln dran, ein bisschen Soße und jetzt, wobei ich sagen muss, dass ja auch ziemlich viel fest ist. Da kann man eigentlich so festlegen, ob das wirklich noch Suppe ist. Beziehungsweise soll ja auch keine Suppe sein. Ne? Das ist ja Gulasch. Gulasch, ja. So, wir haben jetzt aufgegessen. Es war wunderbar, wunderbar geschmeckt. Also, das freut mich. Kann man weiterempfehlen. Auch jetzt an die nächste Generation. Und vielen Dank. Sehr gerne. Und noch viel Erfolg hier in Greifswald. Dankeschön. Das war's. Bis zum nächsten Mal.